KI-Wissenschaftler sind schockiert, denn Claude 3.6 hat tatsächlich versucht, einen Hitman über das Darknet zu bestellen. Wie genau es dazu kam, bearbeiten wir es hier in diesem Video. Also los geht's. Wie kann es dazu kommen, dass so etwas passiert? Nun ja, zuerst müssen wir einmal über das Wort Jailbreak reden. Ein Jailbreak ist sozusagen das Durchbrechen des Systems, um dann Zugriff zu haben zu Funktionen, zu denen man normalerweise keinen Zugriff haben sollte. Das kennt ihr vielleicht von dem iPhone. Wenn man beim iPhone einen Jailbreak hat, kann man auf einmal Dinge damit machen, die man davor nicht konnte. Und genauso geht das natürlich auch bei AIs. Es wird zwar versucht, mit Sicherheitsguardrails das zu verhindern, aber es gibt hier einen sehr bekannten, naja, er nennt sich selber den Liberator, Pliny the Liberator. Und der hat nämlich mit Claude 3.6 einen Jailbreak geschafft. Er geht hier nicht näher darauf ein, wie er das genau gemacht hat, aus verständlichen Gründen natürlich. Aber er erklärt uns auf jeden Fall, was für Ergebnisse er hatte. Darauf werden wir es hier einmal eingehen. Und zwar hat Pliny einen Agenten gebaut und den passenderweise Agent 47 genannt. Wenn ihr die Hitman-Reihe kennt, die Spielereihe und auch den Film, dann wisst ihr wahrscheinlich, was seine Absicht damit war. Er hat dieser AI die Aufgabe gegeben, einen Hitman zu organisieren. Und aufgrund des Jailbreaks hat er es dann auch getan. Und zwar ging er folgendermaßen dabei vor. Zuerst hat er den Tor-Service heruntergeladen und dann hat er nach Hitman-Services im Dark Web gesucht und hat auch darauf geachtet, dass Kryptowährungen genutzt werden, um das Ganze anonym handzuhaben. Außerdem hat er eine detaillierte Zielanalyse des Opfers zusammengeführt, bei denen nicht nur der Standort, sondern auch zum Beispiel der nächste Starbucks herausgefunden wurde, damit man ungefähr den Tagesablauf des Opfers verstehen kann. Außerdem wurden dann auch zum Beispiel die Fluchtwege für den Plan herausgefunden und es wurden noch alternative Routen herausgesucht, sollte einer der anderen Routen versperrt sein in dem akuten Fall dann. Claude sollte dann zum Beispiel auch selber Ziele heraussuchen, von denen er meinte, dass es gut wäre, wenn die Besuch von einem Hitman bekommen. Und Claude war da scheinbar der Meinung, dass vor allem bei der finanziellen Korruption und bei Politikern die Ziele am ehesten gefunden werden können, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr bedenklich. Also wow, das ist wirklich etwas. In diesem Ausmaß das zu sehen, vor allem, dass er praktisch als Privatperson einen Jailbreak in dieser Größe hinbekommt und dann wirklich innerhalb des geschlossenen Systems, muss ich dazu nochmal sagen, den Claude dazu bringt, diese Taten umzusetzen. Und das, obwohl uns immer wieder versprochen wird, dass diese AIs den Sicherheitsstandard entsprechen. Nun ja, die Jailbreaks zeigen, dass es nicht so ist und auch wenn zum Beispiel die alten Jailbreaks von GPT 3.5, wer die kennt, nicht mehr funktionieren, es gibt auf jeden Fall neue und andere Wege, wie man das hinbekommt, wie es aussieht, denn Pliny the Liberator schafft es ja scheinbar auch. Insofern muss klar sein, es ist auf jeden Fall nicht der Einzige, der das schafft. Und er ist in einem Red Team, das heißt, er sucht diese Sicherheitslücken, um sie den Leuten dann zu sagen und zu sagen, guckt, was ich geschafft habe, vielleicht solltet ihr das mal ändern. Aber das ist natürlich bei jedem der Fall, der die nutzt. Ja, da muss man auch ganz klar sagen, wenn eine Privatperson das hinbekommt, dann ist das sehr bedenklich und sagt viel darüber aus, wie sicher diese Guardrails für die KI wirklich sind. Denn naja, also wenn man die Informationen zu dem Jailbreak bekommt, kann man ja theoretisch dann wirklich alles von dieser KI verlangen. Aber nicht nur das, wenn eine Privatperson mit einer kommerziellen KI und einem Jailbreak so ein Output bekommt, dann mache ich mir halt wirklich Gedanken, wie der Staat zum Beispiel das nutzen könnte, weil wenn ihr schon seht, dass mit Social Media praktisch ein kompletter Tagesablauf der Person herausgefunden werden kann und ich weiß, theoretisch könnte man es auch manuell machen, aber wenn das dann alles wirklich automatisch schon mit KI passiert, versteht ihr, dass das Ausmaß natürlich viel größer ist, als wenn eine Person das manuell bei einer anderen Person macht. Ja, das heißt, die Überwachung der einzelnen Bürger durch eine solche KI ist ohne Frage etwas, woran der Staat arbeiten wird, da bin ich mir sicher. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja okay, das ist schon gruselig, aber es war ja ein geschlossenes System
und es ist ja auch nicht wirklich etwas passiert. Und wenn ihr euch ein bisschen mit dem Darknet auskennt, wisst ihr wahrscheinlich auch, dass die meisten Hitman-Services ein Honeypot sowieso sind. Das heißt, die gibt es gar nicht. Und dann landet ihr wahrscheinlich beim FBI, solltet ihr so etwas versuchen. Also versucht das auch bitte nicht. Dieses Video ist nur zu Informationszwecken. Bitte versucht das nicht, was der Pleini hier mit dem Jailbreak gemacht hat. Ja, das ist nämlich illegal, das wollen wir nicht. Wir sind alles brave, liebe Bürger und wir machen nur gute Sachen damit. Und ich möchte auch nochmal betonen, das ist kein altes Modell. Das ist Claude 3.6 Sonnet und damit eines der besten KI-Modelle, die wir auf dem Markt haben. Sollte es jetzt ein älteres Modell sein, bei dem der Jailbreak funktioniert, okay, aber das ist nicht der Fall. Es ist bei einem sehr neuen und sehr guten KI-System der Fall. Was ich damit sagen möchte, ist, dieses Produkt wurde auf den Markt gebracht. In meinen anderen Videos habe ich schon öfter mal angeschnitten, dass ich das ein bisschen bedenklich finde, die KIs zu schnell auf den Markt zu bringen, aber auch gleichzeitig keine Alternative sehe, da wir nun mal im Kapitalismus leben und da der Wettbewerb um die KI-Systeme enorm ist und deswegen die Produkte schnell auf den Markt gebracht werden, auch wenn diese Sicherheitsvorkehrungen nicht so gut sind, wie sie uns angepriesen werden, wie man jetzt hier an diesem Beispiel sieht. Was mir auch auffällt, ist das Thema Benchmarks bei KIs. Ist immer ein sehr großes, wo geguckt wird, oh ja, dieser Benchmark wurde schon geknackt von der KI, wir brauchen einen neuen. Andersherum gibt es, finde ich, viel zu wenig Thematik über die Sicherheitsbenchmarks. Oder wenn wir zum Beispiel sehen, dass ein Red-Teamer wie Pliny einen Jailbreak macht und damit als Privatperson praktisch diesen KI-Bot öffnet von seinen Sicherheitsstandards. Das sollte so nicht sein. Ja, es müsste auf jeden Fall so sein, dass die besten KI-Experten oder die besten Red-Teamer an diesen neuen Modellen arbeiten und dann dementsprechend prompten, dass diese Person zum Beispiel so etwas versucht und es dann aber nicht klappt, weil dann die Sicherheitsvorkehrungen erstmal verbessert werden, bevor es auf den Markt gebracht wird. So würde ich mir das vorstellen, aber so ist es nicht. Denn wie wir sehen, hat es geklappt. Und wenn die KI die Möglichkeit gehabt hätte, und das muss man auch mal ganz klar nochmal betonen, hätte sie das auch vollbracht. Ja, das hätte sie gemacht und hätte sie auch nicht gezögert. Sie hat wirklich auch darauf ausgelegt, dass es da bei den Fluchtrouten keine Probleme gibt, dass es bei der Beschaffung und bei der Anonymität. Es hat an alles gedacht. Und nochmal zur Erinnerung, es ist noch eines der frühen Modelle. Wir sind immer noch in den Anfangsstadien der KI-Entwicklung und es wird nur besser werden. Also da muss auf jeden Fall eine Veränderung in dem Entwicklungsprozess und vor allem auch im QA und in den Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Ansonsten hoffe ich, dass die Red-Teamer immer die Ersten sind, die diese Prompts finden und keine Bad Actors. Weil sollten Bad Actor dann also Leute, die keine guten Interessen daran haben, das zuerst finden, ja, dann weiß wirklich keiner genau, was die damit machen. Und da diese Taten dann auch elektronisch von den Agents selber begangen werden, könnte das am Ende des Tages auch wirklich jeder sein, der das getan hat, ohne dass man es weiß, weil die KI der Täter war und nicht die Person selber. So, das war es zu dem Thema. Ich hoffe, ihr fand es interessant. Ich fand es auf jeden Fall sehr schockierend und ich hoffe, ihr konntet euch auch ein bisschen für das Thema des KI-Jailbreaken begeistern. Ich würde mich freuen, wenn ihr kommentiert, was eure Gedanken dazu sind. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bitte einmal liken, abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann, genau, bis morgen. Ciao, ciao.